Hongkongs Zeitungen galten lange als die kritischen Hüter der Wahrheit. Ihre englischen Ausgaben wurden im gesamten asiatischen Raum beachtet. Doch dieses Image bröckelt. Eine der wichtigsten Stimmen ist die South China Morning Post. Journalistin Shirley Yam schreibt seit Jahren für dieses Blatt. Sie ist höchst beunruhigt. The self-censorship is becoming a phenomenon. Ein neues Phänomen ist die Selbstzensur. Aber auch die Sicherheit von Journalisten ist ein großes Thema geworden. Wenn wir heute schreiben, müssen wir uns der politischen Aussagen sehr bewusst sein und diese je nachdem auch vermeiden. Immer häufiger verbreiten Hongkongs Medien unverfroren und direkt die Propaganda von Peking. Denn diverse Medienhäuser sind heute bereits in chinesischem Besitz. Viele Zeitungen hier sind zum Sprachrohr von Peking verkommen. Hongkongs Medien arbeiten heute nicht mehr nur für die Leute in Hongkong. Sie haben jetzt eine neue Rolle. Sie sollen der Welt die Geschichten aus China vermitteln. Als Folge dieser Entwicklung fliehen unabhängige Medien ins Internet. Zum Beispiel Hong Kong Free Press. Vor 2 Jahren gegründet, lesen heute jeden Monat 1 Million Leute die Artikel von Tom Grundy und seinem kleinen Team. Doch auch die Online-Medien kämpfen mit Repressionen. Das ist wohl der einzige Ort auf der Welt, wo digitale Medien keinen Zugang haben zu Pressekonferenzen der Regierung. Diese absurde Politik dient nur dazu, dass wir den Offiziellen keine kritischen Fragen stellen und das nur, weil wir keine Printausgabe haben. Die Entwicklung der Medienlandschaft ist ein deutlicher Spiegel der allgemeinen Lage hier. 20 Jahre nach der Übergabe übernimmt Peking immer mehr die Zügel in Hongkong.